Kaufhof stellt Betriebsrentenzahlungen ein. Wie sicher ist Ihre betriebliche Altersversorgung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 12. Mai 2020 gab es eine Hiobsbotschaft für viele tausende Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner vom Kaufhof-Konzern. Der Kaufhof-Konzern kann aufgrund der finanziellen Lage und des sogenannten Schutzschirmverfahrens seine Betriebsrentenzahlungen nicht mehr gewährleisten. Das heißt, die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner bekommen zurzeit keine Betriebsrenten gezahlt. Aber keine Sorge, der Kaufhof-Konzern ist im sogenannten Pensionssicherungsverein organisiert. Das ist also eine Organisation, die für den Fall der Pleite eines Unternehmens dessen Betriebsrentenzahlungen übernehmen wird. Deshalb werden die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner von Kaufhof-Konzern hier wahrscheinlich nicht leer ausgehen. Aber viele andere Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner werden aufgrund der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich keine Betriebsrenten mehr bekommen, vor allen Dingen diejenigen, die in Pensionskassen versichert sind. Die werden wohl wahrscheinlich erhebliche Kürzungen in Kauf nehmen müssen oder sogar leer ausgehen. Oder es gibt auch viele Betriebe, die gar nicht in diesem Pensionssicherungsverein mit versichert sind. Wer jetzt pleite geht als Unternehmen und dort die Zahlungen nicht mehr gewährleisten kann, geht also sozusagen der Betriebsrentner oder die Betriebsrentnerin leer aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.